Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Watch Dogs Folge 2. So, wir waren dabei, in unser Versteck zu gehen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. So, was haben wir denn hier Schönes? Der nächste Anruf. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Schön. Skillpunkt erhalten. Okay. Also wir können Tore und Garagen hacken. Ach, wir können gar nichts anderes nehmen. Wir müssen das auswählen. Okay, akzeptieren. Ach, wir haben Skillpunkte, also wir könnten jetzt Hochbahnsteuerung, das könnten wir mal nehmen, extra Akku, lässt sich immer verwenden. Nö, das nehme ich nicht. Poller ist gut und Brücken brauchen wir noch. Haben wir noch irgendwas? Kampf. Fokus brauchen wir auch. Okay. So, damit hätten wir das und dann gucken wir erstmal, was wir hier so Schönes machen können. Mission beendet. Dann können wir dieses lustige Gerät noch hacken. Und hier haben wir... Warum haben wir chemische Komponenten im Board stehen? Auch noch instabile dazu. Das, verschlechtert ungemein meinen Eindruck vom Aiden, aber macht ja nichts. Garderobe. Gut, wir haben nur ein Kleidungsstück. Und ein schönes Server-Rack. Ja, macht auch was. So, abgefangenes Audiolog. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordi Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Na gut. So, und dann sollen wir uns ausruhen, habe ich gelesen. Na, Zeit einstellen. Wann stehen wir auf? Ich würde sagen, stehen wir mal um 2 Uhr auf. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Die süße Tanz ist immer derselbe Albtraum. Naja. Böses Wesen, diese Maurice, aber kann man nichts machen, ne? So. Weiter geht's. Wir sollen... Ich muss auf andere Gedanken kommen. Möglicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Okay. Manche Leute haben echt schräge Kommentare bei sich stehen. Legen Sie Profil von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Okay. Profiler öffnen. Oh, hat jemand Bankkonto? Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Wir können was sprengen, das macht bestimmt Spaß, aber heute nicht. Hier, den können wir hacken, was hat der anzubieten? Ja. Willst du was? Nein, 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 hör auf! Nein, sag's mir nicht! Nein, sag's mir nicht! Oh nein. Oh nein, du hast es mir gesagt. Warum hast du es mir gesagt? Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Wegpunkt setzen, na dann... Machen wir uns mal gemütlich dorthin auf den Weg. Oh, da hat ein Bankkonto. Gib mal her. So. Ach Mann, die sind immer so kleinlich. Was, wer achtet denn schon auf dem Auto, ja? So, dann machen wir erstmal den netten Menschen und versuchen mal... dieses Verbrechen zu verhindern. Irgendeiner hatte doch gerade ein Bankkonto, oder? Der? Nein. Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Okay. Okay. Finden wir den Mistkerl und bringen es hinter uns. Ruhig Blut. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Genau das meine ich. Ich bin am Meer. Ich hatte mir kurz... Wow. Es gibt immer Hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's? Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Hau endlich ab. Stopp. Den Verbrecher stoppen, okay. Leichter gesagt als getan. Na, da kann ja nicht so weit kommen. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Könnte aber auch langsam mal ein bisschen Luft holen, ja? Den kriegen wir eigentlich gar nicht ohne Auto. Ach, plötzlich haben wir Munition. Verbrecher ist entkommen, naja. Ach, komm schon, jetzt ist ja auch egal. So, wie geht's weiter? Raus da! Es gibt nichts zu tun, ich fange schon mal an. Ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. In die falsche Richtung. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Okay, dann machen wir uns doch gleich mal hier einen Wegpunkt und machen uns mal auf zu unserer Nichte. Bin bald da. Sorry, Nick, ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, John. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell. Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Alter, auf Abruf. Smartphone nehmen. Okay, das kriege ich gerade noch so hin. Hoffe ich. Und der große Bruder, unsere nächste Mission. Tor. Erstmal aussteigen und die nächste Mission. Oh, da fehlt uns wohl was. Wo ist das Bankkonto? Mann, die haben aber wenig auf dem Konto. Akt 1, der große Bruder. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nick. Bin ich soweit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Hast du ein Problem? Gut, das Auto hier können wir erstmal stehen lassen. Das ist ja ein offizieller Parkplatz, dieses Tor. Und dann erreichen wir mal den Garten. Okay. Dann los. Wie alt wirst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10 mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Warte mal bitte. Also... ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax! Hey! Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch. Ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Nickys Haus betreten. War Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nicky an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Sie hat ein Telefonat. Können wir das mithören? Also wir können erstmal das Notebook hacken. Nein, ich will Sie nicht unterbrechen. Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nicky? Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und? Hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nicky, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Aha. So, und je eher wir den... Mist, er will abhauen. So, dann folgen wir dem einfach mal. Das ist meine größte Angst, dass meine Familie wieder bedroht wird. Zielperson entkommt, ja, ich weiß, aber mir stellen sich so viele Leute in den Weg. Warum verfolgen wir den eigentlich? Was bringt uns das? Ja. Tut mir leid, hab überreagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Aha. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich flippe nicht wieder aus. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf, den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich höre nichts. Ich muss los. Oh! Ja, genau. Ach komm schon. Lass dich nur mal ausschalten. Aua. Das war nicht geplant, aber gut war es auch nicht. Raus! Bitte, bitte! Der macht ja lustige Sachen. Mann, okay, also es war immer noch schneller, als wenn wir... Lass das, Mann, das ist gemein. Warum sollen wir den eigentlich verfolgen? Was war das jetzt bitte? Warum bin ich tot? Na gut, wie dem mag sein. Lassen Sie mich in Ruhe! Fuck! Verdammt! Du hast schon nicht ihn auch... Hey! Halt! Waffe freigeschaltet. Yay, aber ich nehme lieber meine mit Schalldämpfer. Okay, das können wir entriegeln. Okay, also das mit dem Reinhacken, das hätten wir schon mal geschafft. Und das geht aber noch sonst wohin. So, also damit hätten wir erstmal ein bisschen für Unruhe gesorgt. Das so, wo müssen wir hin? Wo sollen wir hin? Warum sollen wir da hin? Okay, vielleicht sollten wir unsere Waffe wegpacken. Das würde schon helfen. Kann ich ja kaum glauben, dass Sie mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nicky Pierce, ja. Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Ah, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Raus hier! Nein, bitte! Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hacks. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Ach, das Auto ist nicht mehr schön. Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet.